lieben Fritzel wahrscheinlich, Alter. Genau das, Alter. Genau das wollte ich sagen. 2.0 Nachfolgerprojekt vom Baumhaus. Schöne Grüße auch an Unge. MC Meinecke, das. Davon gibt's 3. Ach du Scheiße, Fritz. Lass gut sein. Böse Kind, was haben wir hier? Hey Leute, ich bin's Fritz. Es gibt ein brandneues Video hier aus meinem eigenen Wald. Grubenhaus 2.0 steht in den Startlöchern. Heute einige Vorbereitungen. Was ist hier eigentlich los? WGR-Camp. Sehr, sehr geil. Genau das werden wir heute alles klären. Aber wenn der jetzt ohne Langmachete daherkommt, Digga, dann bin ich raus. Vorher noch eine kleine Information für euch. Das ist das Werkzeug, was ich jetzt erstmal nutzen werde. Diese wunderschöne Hacke. Ich weiß gar nicht, ob das Ding einen Namen hat. Langmachete. Ist eine Langmachete. Letzte Woche hier selbst gebastelt. Habe ich kein Video zu gemacht. Langmachete. Aber auf Instagram gab es ein paar Sneak Peeks dazu. Eiche. Jetzt müssen wir das Ganze noch anpacken. Es wäre geil gewesen, wenn er einfach die Spitze seines Pimmels gezogen hat, gezeigt hätte und dann Eichel. Voller Witz, Revi. Bleibt in den Chat. Ganz witzig. Lassen wir. Zack. Das Ganze ist aus Eichenholz, natürlich ein bisschen schwerer zu bearbeiten, weil es Hartholz ist, aber für einen schönen Werkzeuggriff natürlich optimal. Und ich bin gespannt, ob das Ganze hält, werden wir nämlich gleich austesten. Und jetzt Leute, wichtig, Ohrenspitzen. An der Stelle, wo das Ganze stattfinden soll, sollte eigentlich das Wikinger-Camp kommen. Ja, auch das Grubenhaus sollte Teil des Wikinger-Camps werden. Ich habe mich aber dazu entschieden, das Wikinger-Camp an sich vom Namen her und so wie ich es mir überlegt habe, quasi zu canceln. Okay. Ich möchte eher in dem Setting arbeiten wie beim Grubenhaus oder auch beim Baumhaus. Was meine ich damit? Oh, schade, Digga. Ich bin einfach der, der ich bin, schon allein von meinen Klamotten her. Das ist die erste Sache. Okay. Zweitens, ich benutze natürlich uriges Werkzeug, weil ich da mega Bock drauf habe. Aber ich möchte nicht auf irgendwelche historische Korrektheit achten. Das heißt, ich baue trotzdem mit natürlichem Material und mit Oldschool-Werkzeug. Sehr, sehr primitiv und einfach. Aber halt nicht im kompletten Wikinger-Outfit mit ausschließlich Wikinger-Werkzeug. Weil dann könnte ich auch diese Axt nicht verwenden und dann könnte ich auch diese Feldflasche nicht verwenden. Das Ding ist, nein, das ist nicht in Ordnung, du trinkst jetzt einfach für die nächsten 3 Wochen nichts mehr. Du baust jetzt ein scheiß Wikingerlager, weil ich das will. Ich bin der Zuschauer und ich bestimme, was du machst. Fresse jetzt. Mich geil, die Grubenhaut. Der hat seine Hacker nicht mal enchanted auf Effizienz 5. Was für ein Pleb, Alter, so dumm, Junge. Und das Baumhaus gefeiert haben, sind hier genau an der richtigen Stelle. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal ein Abo hier auf dem Kanal dalassen, wer das nicht verpassen will. Denn jetzt geht's richtig los, Leute. Das Grubenhaus soll nur das erste Gebäude sein. Ich will hier ein richtig kleines Dorf bauen. Wisst ihr, was ich... Okay, klar, du hast ja gerade Zeit. Das wäre so ein Ding, wenn ich ehrlich bin, Mann, wenn ich so einen Wald hätte, ich würde gerade nichts anderes machen. Ich würde, glaube ich, von da aus sogar streamen. Hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Alter, der soll das mit dem Mund bauen. Ich bin ehrlich. Ich finde es richtig cool, dass er sowas macht. Finde es tatsächlich nice, dass er sich da so reinhängt und so viel Mühe für gibt. Klar, gerade ist Corona, warum kann man da nicht einfach mal ein Dorf bauen? Wieso nicht? Warum nicht? Finde ich cool. Ich meine, hier geht's quasi... Du hast doch einen Wald hinter dir. Verpiss dich aus meinem Chat raus. Das war's. Raus. Nicht so nicht. Hier rein in das Camp. Und diese große Fläche hier, da soll das Ganze stattfinden. Ich habe mich für diese Stelle entschieden, weil wir einen schönen Mix haben. Ja, leichte Freiflächen. Ja, klar. Die Sonne zieht hier oben schön lang. Es ist alles sehr, sehr offen. So eine kleine Lichtung. Das Ding ist, die Sonne zieht nur wirklich da entlang, weil vom Rest des Waldes, da gibt es keine Sonne. Da ist keine Sonne. Da ist auch kein Himmel. Das gibt's nicht, Fritz, dass wir das nochmal geklärt haben. Wir haben hier Kiefern, wir haben eine Eiche, wir haben eine Birke, wir haben hier Hagebutten hinter, wir haben da Pappeln. Also eine schöne Variation, die, glaube ich, richtig Potenzial bietet. Ich stecke 2x3 Meter ab und werde dann den Bereich ein bisschen frei machen, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen. Kleiner, improvisierter, mobiler Hacklotz. Axt. Okay. Kann man sagen, was man will. Absolut sicker Typ, Mann. Wirklich. Hey, dann mal los. Oh, bitte lass dein Oberteil an. Ich will nicht Nippelband bekommen. Ich habe sowas als Kind früher auch immer gemacht, aber halt deutlich unprofessioneller. Ich glaube, bevor wir das Grubenhaus bauen, noch so eine Axtwurfscheibe bauen. Bam! Musst du nicht. Nein, musst du nicht. Bau einfach das scheiß Haus. Ich habe übrigens keine Handschuhe mit. Ich glaube, das ist ein bisschen Waffe Ranger, danke schön. Bei Dornen. Blasen. Einfach mal anfangen und dann draus lernen. Genau. Also genial, los. Das Ding hier. Eine Sichel wär's doch jetzt, oder? Auf Sensenmann angelehnt. Oh Junge. Okay, hat aber schon mal ganz gut geholfen. Ja, okay, skippen wir mal ein bisschen weiter hier.
Kannst du nicht... Du hast einen schönen Körper, Fritz, aber bleib doch einfach angezogen. Was soll denn das? Warum machst du das, Junge? Wo sind die Villager? Und überhaupt, wo tradet man da? Was ist das für ein komisches Dorf? Komm, schön reincraften hier. Rein grinden, Alter. Buddel durch, buddel durch, buddel durch. Freunde. Gute 3 Stunden später, auch wenn es nach nichts aussieht. Aber ich habe jetzt die komplette obere... Schicht abgetragen, wo quasi das ganze Wurzelwerk ist, Moos, Gräser und so weiter. Ja. Ich finde, jetzt kriegt man schon mal so langsam ein Gefühl dafür. Es wird echt groß, das Haus. Es wird groß. Und zwar werde ich diesen Sonntag um 18 Uhr, ja, das ist der 19. April, auf Twitch einen Livestream starten. Okay. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja. Und dort möchte ich mit euch gemeinsam, aha, dieses Grubenhaus planen. Also, ah ja, okay, gut. Sehr schön. Lassen Sie sich, ich will sehen, wie du schwitzt und arbeitest, Junge. Okay, jetzt wird hier auf professioneller Basis abgesteckt, ich sehe schon. Baustellenmäßig. Sieht aus wie so ein Fundort, in der linken Digga. Ecke wartet Fritz auf den ersten. Warum hat der Schiedsrichter gerade seinen Arm verloren? Was ist da los? Großen Kampf in der rechten Ecke. MC Meinecke, das böse Kind. Stellt euch vor, ihr geht durch den Wald und seht einen Mann, der alleine in so einem Ding steht und sagt, auf der rechten Seite seht ihr den, auf der linken Seite seht ihr den. Ja, ihr seid einfach in so einem Wald unterwegs und ihr denkt euch so. Hier gehe ich aber jetzt nicht mehr wandern. Also das ist, der ist nackt. Machen Sie sich bereit. Seid ihr ready für den Kampf? So, Freunde. Provisorisch, damit man sich das hier schon mal ein bisschen vorstellen kann, ne? Ah, das ist warm heute. Ich habe hier in diesem Waldstück schon verschiedene Ressourcen entdeckt, die wir hier für das Projekt nutzen können. Okay. Ein Stein. Hier, ein Grenzstein. Eine Art Grenzstein. Ja, Mann. Auf der Seite steht 6 drauf, vorne 15. Das ist ein Grenzstein von der DDR, Bruder. Du hast, das ist Geschichte. Hier wieder die 6 und auf der Rückseite nichts. Ist, glaube ich, Sandstein. Können wir natürlich irgendwie für irgendwas Geiles verwenden. Vielleicht noch bearbeiten, vielleicht eine kleine Schale draus machen. Stell dir mal vor, du machst das, das könntest du als Grenzstein benutzen. Das wäre voll die coole Idee, das als Grenzstein zu... Das könnte man richtig gut als Grenzstein benutzen, finde ich. Ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare. Er ist einfach über Felder gelaufen, hat geraidet, Grenzsteine geklaut. Auf Ehre. Das ist ein Dorf nebenan, keine Grenzsteine mehr. Fritz Meinecke war wieder da. Tara, was soll man mit dem ehemaligen Grenzstein hier machen? Dann habe ich noch das gute Stück hier gefunden. Ist einfach ein Grabstein. Der hat einfach einen Friedhof geraidet. Ehrenmann. Bisschen schwerer. Deutlich größer. Sieht im ersten Moment aus wie ein Kreuz. Ich glaub's aber fast nicht. Ich bin mir nicht sicher. Habt ihr eine Idee, was man hiermit machen könnte? Ja, zurückgeben. Zurückgeben zum Besitzer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Fritz. Da wohnen alte Seelen drin. Ihr seid bestimmt wieder kreativ. Also was sollen wir mit dem ehemaligen Kreuz, nennen wir es, Schönes bauen? Hier haben wir einen richtigen Oschi. Auch ein Grabstein. Fritz, kann es sein, dass du auf einem alten Friedhof... Also ich meine. Ich schau mal. Okay, den kriege ich alleine. Nicht bewegt, boah, weil der wiegt bestimmt... Boah, locker eine Tonne, locker eine Tonne, so. Locker eine Tonne, würde Unge sagen. Wir müssen uns überlegen, was machen wir hiermit? Wir haben ja anscheinend eine sehr, sehr große Fläche. Da stehen noch irgendwie Namen drauf. Keine Ahnung, was das für ein Stein sein könnte. Da ist ein Datum, Geburtsdatum, Todesdatum. Was ist denn das? Machen wir ein Opferaltar, Leute? Machen wir... Eine Opferstelle? Also schreibt es in die Kommentare. Wir nennen das Ganze XXL-Stein. Der XXL-Stein. Genau. Wir haben den Grenzstein, wir haben das Kreuz und wir haben den XXL-Stein. Ich bin auf eure Themen gespannt. Für andere vielleicht der absolute Horror. Für mich eine Goldgrube. Was ist das? Freunde. Das ist einfach eine Leiche. Das ist ein Sarg. Für andere ein Horror. Für mich eine Goldgrube. Ist noch warm. Ach, ich halte mein Maul jetzt. Haben wir hier eine Säule? Das ist doch von einem Friedhof, Alter. Das ist doch von einem Friedhof alles. Fritz, Okay, was bauen wir hier raus, Leute? Was bauen wir hier raus? Das ist die Säule. Schreibt rein, was sollen wir mit der Säule machen? Fritz, verkauft das Gelände. Verkauft das Gelände ganz schnell. Kriegt ihr so ein bisschen mit? Das wird das Nachfolgerprojekt quasi vom Baumhaus, was ich auf Madeira gebaut habe. Das ist Alphastein. Ich habe nur eine Nummer noch krasser. Schöne Grüße auch an Sebastian, Unge, danke für den Reset. Weiß nicht, ob die Baumhaus-Videos reagiert hat. Vielleicht guckt er sich ja auch das hier an. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was er so für Ideen hat für die ganzen einzelnen Sachen, was man daraus bauen könnte. Von daher, falls du es sehen solltest, schöne Grüße in den Stream. Aha, okay. Ich habe mir ein schönes
großes Fichtenstück von da hinten rausgesägt. Fichte, kann ich gut aussprechen, das Wort. Fichte. CH. Ist mein Ding. Und zwar möchte ich einen kleinen Stockhaus ausbauen. Da habe ich zwei Steine vorhin gefunden. Beim Ausbuddeln kann ich hier gegenpacken, dann rollt es mir schon mal nicht weg. Ah, jetzt wird er so mit so einem Keil arbeiten, nehme ich an, ja. Keile Idee. Kylie Minogue. Ah, der Wikinger-Boss am Start. Man hört. Wieso hast du daran jetzt so? Richtig, wie die Fasern auseinandergehen, weil hier ein Druckgrad drauf ist. Oh, so ein geiler Sound. Oh, das sieht schön aus. Direkt in the middle. Hammer. Ja, der Spalternamen ist leider verschwunden. Lost. Er hat einfach so ein Spaltergerät da hinten gehabt, ist so durchgeschnitten. Aufnahme leider verschwunden. Fritze, nicht so. Sieht saubequem aus. Aber schon krass, was er da macht. Das ist schon krass. Also er hat ja wirklich mad die Skills, Alter. Ich kenne Fritz ja auch sehr gut so. Kranker Ehrenbruder, wirklich. Maximal geil, wie er das da Vikingt. Viking. Ist es, wenn man auf Wikinger steht, ist das ein Viking? Viking? Kann mir jemand bitte meinen scheiß Twitch-Account wegnehmen? Und überhaupt, wieso ist hier eigentlich alles falsch gekroppt? So ein Ding ist das nämlich. So muss das sein. Genau. Ja. Der hat so anders scharfe Messer, Digga. So geil, Mann. Alles in Game Mode 0. Ist krass. Das ist ultra anstrengend. Schau mal hier. Ich bin gerade dabei, die Fläche richtig schön glatt zu machen. Fass mich an wieder ein Stück Holz, Fritz. Das habe ich noch vor mir. Ja, schön mit dem Schäleisen. Wie heißt das? Heißt das so, glaube ich? Schäleisen. Hobel, Gärtel, Mörtel. Irgendwas. Nach und nach alles runter machen. Ich hätte so Bock mitzubauen. Ich hätte da so Bock drauf, Mann. So ein bisschen gebrochen, die ganzen Kanten. Hat die ganze Rückseite von der Rinde befreit. Wer hat sie vermisst? Die guten alten Schlangenbohrer. Tatsächlich habe ich die nicht vermisst. Ich habe die nicht vermisst. Ich kenne die nämlich nicht. Ah, so lochbohrmäßig. So, die Löcher sind übrigens natürlich für die Füße, die jetzt da rein sollen. Klar. Und das Ganze will ich ein bisschen schräg. Ein Zugmesser. Für mehr Stabilität. Refi 5 kennt alle Geräte. Die drei Löcher sind gebohrt. Warum jetzt drei und nicht vier? Weil drei können nicht kippeln, ne? Ganz logisch. Vier hingegen können wieder kippeln. Können drei nicht kippeln? Wieso haben dann alle Stühle vier Beine? Ist es der nachdenkliche Boss? Ich habe hier Haselnuss. Das ist ein Stück Holz, das ist keine Haselnuss. Du hast mich angelogen. Boah, das ist so geil. Das sieht so geil befriedigend aus, Alter. Ich will mir damit die Haare schneiden. Ja, wahrscheinlich ist das eine saudumme Idee, oder? Oh, entrinde mich, Fritz. Entrinde mich, du geile Sau. Die Füße hat er vom Friedhof. Das sind jetzt einfach so Menschenfüße. Oh Junge. Meinecke, Reinecke. Genau die Pose, Alter. Gebär erstmal ein Kind auf dem Friedhof. Alter. 8 Jahre später. Wir haben die Sitzbank. Wir haben aus Haselnuss 3 Beine erstellt. Also, schön mit Gefühl. Da kommt dann was so drauf und dann ist das super. Leicht anhauchen die Geräte hier. Und warum? Rein in die Olga. Oh, das sieht schon geil aus. Kommt. Pipapo, ungefähr. Ja, es ist ein schönes... Alter. Ist geil.
Ich fühle voll, dass er sich so darüber freut. Wenn ich sowas gebaut hätte, ich wäre der stolzeste Mensch der Welt. Ich würde das die ganze Zeit durch die Innenstadt tragen und sagen, guck mal, die habe ich gebaut, die Bank. Und keiner wäre da, weil alle mit Corona zu Hause hängen. Ja, mega, Alter. You spin my head. Nicht, dass ich dir gönnen würde, aber es wäre schon funny, wenn es jetzt bricht. Geil, oder? Wenn ein Plan funktioniert, nochmal ein bisschen Feinarbeit. Vorne ein Stück runter, richtig? Das Geile ist, dadurch, dass das halt einfach drei Beine sind, kippt das halt nie. Hier geht's. Ja, macht Sinn. Freunde, nicht vergessen, Sonntag 18 Uhr gibt es den Planungs-Livestream, wo wir zusammen entscheiden, was bauen wir hier rein und wie. Ja. Ich liebe Fritz für seine Art. Baba Video, checkt auf jeden Fall gerne den Meinecke, Reinecke. Guckt auf jeden Fall gerne mal vorbei. Auf Ehre, Digga.